Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Vor gut 10 Jahren waren die Kreuz Köln Cops eine der ersten bekannteren deutschen Internetserie, erschaffen von den beiden Schauspielern David Kramer und Holger Bülow. Die Berliner Presse war begeistert, aber das Publikum online blieb aus. Doch jetzt sind die beiden Möchtegern Cops wieder da, in der Mockumentary »Sie waren mal Stars«. Darin basteln die beiden etwas unbeholfen an ihrem Comeback-Film für das Filmfest Schwerin. Ja? Das war ein Test bis vorne hin. Was heißt denn für ein Test? Ich hab dir gesagt, ich renne jetzt ums Eck und dreh da die Szene. Wie können wir denn so einen Actionfilm drehen? Das geht doch nicht. Das war doch Action. Wir sind die Straße runtergerannt und ich hab gesagt, halt, ich schieß auf dich und dann habe ich. Tatsächlich, wir drehen den Film morgen, kommt. Aber vielleicht auch einfach ohne den Kollegen hier. Er meint sich dann, das ist ja ganz klar so. Regisseur Malte Wirz ist ein unglaublich produktiver Independent-Filmemacher und nimmt in »Sie waren mal Stars« die Idee des Internetstars auf die Schippe, inklusive der kurzen Aufmerksamkeitsspanne der Branche für One-Hit-Wonder. Ich konnte ihn diese Woche sprechen und wollte eingangs von ihm wissen, wieso die Kreuz-Köln-Cops zwar Pioniere fürs deutsche Internet waren, aber sich dann doch nicht durchgesetzt haben. Also das war, glaube ich, die hatten diesen Pionierstatus. Die hatten auch dieses, was damals halt wahnsinnig hip ist, also dieses zwischen Neukölln und Kreuzberg, dieses Kreuz Köln. Ja, das war die richtige Zeit, das war der richtige Ort. Die haben das noch auf Super 8 gedreht. Also da waren ganz viele Sachen, die da zusammenkamen, die das so besonders gemacht haben. Aber das ist halt zwei Sachen, zwei Probleme hatten sie. Es ist nicht so ganz beim Zuschauer gefruchtet. Also es ist mehr bei der Presse angekommen. Und naja, und sie haben da nicht weitergemacht. Sie haben dann eine Folge gemacht, eine Staffel, aber nicht dann weiter drauf aufgebaut. Aber in ihrem Film leiden sie auch so ein bisschen drunter. Also sie haben das schon so als großen, ja, Erfolg, als Erfolgserlebnis empfunden. Ja, ja, genau. Also genau. Und dann ist ja, also wir karikieren mit diesem Film dieses, naja, also wenn man halt, das ist ja auch einfach so ein Problem vielleicht im Showgeschäft, nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern. Also wenn man auf eine Premiere geht, fragt man nicht, wie ist der Film, sondern was machst du als nächstes? Also es geht immer um die Zukunft und immer um das Neue. Und so ist es den Jungs auch ergangen. Darum geht's. Ist die Frage natürlich auch, ob das Internet Filmstars produzieren kann, weil bislang kennen wir Filmstars vielleicht aus Hollywood, aber kann man einen Star-Status erreichen als, ja, Influencer sind sie ja gar nicht, sondern als Schauspieler? Ja, das sind Schauspieler, das sind, ja, Internetstars. Also ich merke, dass ich jetzt diesen Begriff auch ein bisschen weiter fasse. Also sind ja auch viele Influencer, sind ja auch Unterhaltungskünstler oder was weiß ich, also Entertainer. Ich probiere die Linie immer gar nicht so scharf zu ziehen. Trotzdem merke ich, ich bin Filmemacher. Ich liebe auch das Internet und die ganzen Möglichkeiten, die man da hat. Aber trotzdem ist für mich halt so dieser Ort des Filmes, vielleicht gibt es ja irgendwann mal im Internet das Gleiche wie ein Kino, dass dann 600 Leute oder mehr sich zusammentreffen und gleichzeitig in dem gleichen Moment was gucken. Aber da müsste man ja auch sozusagen spüren, wie die anderen das finden. Also dieser Ort des Kinos ist ja irgendwie sowas ganz Besonderes und den habe ich noch nicht imitiert gesehen im Netz. Ich finde das ganz interessant. Sie sind ja etwas, das es in Deutschland im Grunde kaum gibt, beziehungsweise wenig beachtet wird. Sie sind ein wirklicher Independent-Filmemacher, fern von den Strukturen der klassischen Fördergremien. Was treibt Sie denn überhaupt an? Das Kino, habe ich gerade gehört, dieser Raum, der Traum von einem Raum mit 600 Leuten, die geradeaus auf ihren Film im besten Fall gucken? Ja, also das treibt mich an. Also ich habe ja wirklich jetzt auch, weil die Krise, die Corona-Krise jetzt langsam irgendwie abschwächt und die Kinos endlich und Gott sei Dank und wieder aufmachen, kommen jetzt viele Filme. Jetzt hatten wir vor 3 Wochen, hatte ich schon die letzte Premiere gerade und das war halt auch ein gigantisches Erlebnis oder ich merke halt, diese ganze Schweiß, Tränen, Blut, was man alles da reinsteckt, ist halt doch genau für diesen Moment, dass man halt das Werk dann vor Zuschauern präsentieren kann und spürt, wie die den aufnehmen, wie die den mögen, wie die den nicht mögen. Und darum geht es mir. Und ja, also ich finde das natürlich toll, unabhängig Filme zu machen. Auf der einen Seite genauso scheußlich ist es halt, weil man will ja auch den vor vielen Leuten präsentieren und häufig präsentieren und man muss ja auch die Finanzierungen hinkriegen. Also es ist ein zwieschneidiges Schwert mit dem Independent-Filmemacher sein.
Ja, in den USA betonen Independent-Regisseure ihre Kollegen vor allem, dass sie keine Kompromisse machen wollen, dass sie deshalb Studios und andere Systeme halt eher meiden, die ihre Vision eventuell beschneiden würden. Wie sehen Sie das eigentlich? Gibt es so etwas wie kompromissloses Kino? Ja, also das ist ja das Problem. Man hat ja, also die normal produzierten Filme müssen genauso viele Kompromisse machen wie ich. Also ganz große, viele tolle amerikanische Filme sind aber fast unabhängig produziert gewesen, also die man jetzt wirklich so landläufig kennt, mit einem Mini-Budget, also ob das Star Wars oder ob das Halloween oder Dirty Dancing, habe ich jetzt auch nochmal gerade erfahren, das waren alles überhaupt keine Hit-Produktionen, sondern das waren eigentlich kleine Produktionen, wo ein kleines Team eine Vision hatte. Und das merke ich, ist irgendwie auch meine Passion von Kino, dass man halt ein Team von Leuten um sich schart, die genauso leidenschaftlich diese Vision dieses einzelnen Filmes verfolgen. Und das geht dann ja auch noch weiter im Vertrieb oder muss das dann ja noch weitergeführt werden. Aber man muss nicht immer ein riesiges Team haben, um diese Vision umsetzen zu können. Aber man braucht ein Budget. Also ich meine, man könnte ihre Filme auch als No-Budget-Filme bezeichnen und die Briten, glaube ich, sagen immer better No-Budget than Low-Budget. Wie ist das denn jetzt mit dem Geld im Filme machen? Nützlich oder nutzlos? Ja, natürlich ist es nützlich. Also das kann man, also es ist der also was die Briten da zu Recht sagen, ist so, manchmal ist so ein Mini-Geld irgendwie bringt einem da nichts, weil man dann denkt so, ja, das und das, also dann kann man sich so ein paar Kleinigkeiten machen. Aber man fängt dann, wenn man dann, meistens macht es dann mehr Sinn, nach meinem Erachten, dann konsequent und klar dann einen Weg zu gehen, weil dann meistens findet man dann ein Stilmittel oder einen Weg, der jetzt nicht probiert, das normale System zu imitieren. Also man wird nicht einen Til Schweiger-Film oder einen anderen 5-Millionen-Kinofilm mit ein paar tausend Euro nachmachen können. Und wenn man probiert, irgend sowas zu imitieren, dann wird man eigentlich scheitern. Sondern ich glaube, man kann es dann nur schaffen, was eigenständig und trotzdem Erzählenswertes und Sehenswertes zu schaffen, wenn man einen eigenen Zugang findet. Man kann sich ja mit dem Geld, egal wie hoch das Budget ist, ja das Publikum nicht kaufen, auch wenn Hollywood das immer wieder probiert. Weil wenn es diese Möglichkeiten gäbe, diese Formel, dann hätten wir den Erfolg ja schon quasi vorkalkuliert. Wie ist das bei Ihnen eigentlich? Müssen Sie sich noch dieses Publikum für Ihre Filme erarbeiten? Ist das etwas, was schon da ist, das Bedürfnis nach den Filmen? Wie empfinden Sie das? Nee, das ist jedes Mal ganz anders und auch wieder, jeder Film ist ein neuer Kampf ums Publikum, um Aufmerksamkeit und auch Interesse. Und ich merke auch, und das ist ja auch irgendwie toll, Zuschauer sind wie du und ich, man interessiert sich für einen Film oder nicht. Also man sieht ein Plakat, man sieht einen Trailer, man liest ein, zwei Kritiken und entweder sagt man, okay, da gehe ich heute Abend hin und schaue es mir an oder es spricht einen nicht an. Ich hatte mal bei einem Film, ich sage jetzt nicht welchen, da kam dann mehr zur Party, zur Afterparty als zum Film. Bei den anderen Filmen haben die mehr in den Film gezogen. Aber das kann man einfach nicht so ganz genau berechnen. Trifft man diesen Zeitgeist, trifft man den Moment? Oder, also ich habe hier ein ganz gutes Gefühl. Die Karten gehen jetzt auch schon ganz gut, verkaufen sich ganz gut. Ich glaube, Komödie hat natürlich immer eine ganz gute Chance. Irgendwie habe ich die Hoffnung, dass wir hier mit den Stars so ein kleines Geheimtürchen aufgemacht haben. Independent-Regisseur Malte Wirz erzählte uns von seinem Film »Sie waren mal Stars« zu sehen, derzeit in den deutschen Kinos.